Ja, da ist er ja. Habe ich gerade im Chat gelesen bei D-Live. Ich stehe jetzt hier hinten. Weil wenn ich Richtung Bühne gehe, da ist ein Funkloch. Ich habe es heute mit irgendwie dem Mobilnetz. Ja, auf jeden Fall wollte ich mich nochmal melden. Der hat jetzt schon seine Rede gehalten vorhin und ich habe probiert, hier wieder online zu kommen. Also ich befürchte, wenn ich jetzt hier nach vorne laufe, dann habe ich wieder schlechte Verbindung. Ich probiere es einfach mal. Läuft ganz gut, Ulrike, ja. Ich habe hier ein bisschen was versucht einzustellen. Das kann natürlich aber auch sein, da gab es so ein Update heute von dieser Software. Ja, das ist ja manchmal Mystery. Kann auch daran liegen, ne? Ja, dann laufe ich hier nochmal hoch und runter und das war's dann schon fast. Ja, auf jeden Fall wollte ich mich nochmal melden. Very sorry dafür. Aber das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Ich kann den ausschalten, Ulrike, ja. Jetzt läuft es, ja. Okay, wir können ja nochmal 20 Minuten probieren. Jetzt bin ich wieder online. Jetzt funktioniert es wieder. Anscheinend. Mit Götz, weil er hatte eine sehr unglückliche Formulierung gemacht und das etwas ist ja miteinander nicht verknüpft, was völlig nach hinten steht und diese ganze... Nee, das ist ja egal. Ja, aber schneidest du das? Nee, das mache ich gar nicht. Dann sprichst du mir das in die Hand, ansonsten bin ich hier nämlich weg. Das blöd, was ist denn? Die Rede wirst du nicht übertragen. Das, was jetzt kommt, wäre jetzt live, aber das vorhin war überhaupt nicht live. Ja. Jetzt sind wir live. Ja. So, jetzt funktioniert es wieder. Was, jetzt geht's Internet wieder, ja? Jetzt geht's wieder Internet, ich weiß nicht warum. So, wir können es ja mal probieren, ob es hier eine Weile anhält. Also wenn es normal hier weggeht, dann bin ich heute hier raus, weil das hat dann irgendwie auch keinen Sinn. So, das haben die meisten hier nicht mitbekommen. Ich gehe hier nochmal die Schilder durch. Ja, die Stream-Software hatte heute so ein Update. Ich glaube, das könnte auch daran liegen, dass sich da irgendwas alles Mögliche verstellt hat oder so. Also läuft momentan stabil. Okay, dann bleiben wir drauf. Klar. Hast du Fragen? Wie war denn die Resonanz von den Leuten? Haben die so ein bisschen rumgefragt oder haben die sich unterhalten wollen mit euch oder so? Also das Interessante ist, dass erst einmal dieser Schilderwald ist sehr ansprechend. Die Leute bleiben gerne stehen. Sie sind nicht gleich im direkten Kontakt. Also für jeden, der Lust hat, das in seinem Bezirk zu machen, in Berlin oder auch in Brandenburg, ist es wirklich eine Empfehlung.
wer Lust hat, kommt, dann sucht er den Augenkontakt und dann kann man mit ihnen in Dialog kommen. Ja, also ich möchte mal sagen, wir sind hier keine Menschen, die die Erkrankung leugnen. Ja, wir stehen hier und vor allem stehen wir hier für das Recht der Kinder auf Bildung und auf freies Atmen. Und die neueste Studie hat ja nun ergeben, dass es vor allem die Lehrer waren, und das waren die jüngeren Lehrer und Lehrerinnen, die dafür gesorgt haben, mit ihrer Angst die Kinder in diese schweren Maßnahmen zu bringen. Ja, und das muss halt mehr in die Öffentlichkeit gebracht werden. Kinder sind weder Gefährder noch sind sie Gefährdender. Das ist Fakt. Das kann jeder, der lesen kann, sich im Internet ausreichend Studien runterziehen. Ja? Ja. Es geht nicht an, dass wir Erwachsenen die Kinder wie Objekte behandeln. Ja? Ja. Die haben eigene Rechte und die haben wir zu schützen. Das können nur wir. Die Kinder können sich nicht selber schützen. Und deshalb stehen wir hier. Genau. Ja? Da gibt es ja jetzt noch mehr Studien, die rausgekommen sind. Da irgendwelche 190.000 Tests von dieser Uni, weiß ich, wo war die jetzt? Ja, ich glaube, das war Köln. Also ich möchte jetzt nicht falsch zitieren. Ja, bei Köln, glaube ich auch. Genau, 100, das war bei der PCR-Test. Da ging es um den PCR-Test. Hat sogar RTL mal berichtet, erstaunlicherweise. Genau. Ja, was kann ich noch berichten? Hatte gerade ein interessantes Gespräch mit einem Arzt, der aus seiner persönlichen Betroffenheit gesprochen hat und wie schlimm die Menschen leiden, und da ich selber aus der medizinischen Branche bin und beide Kinder ein großer Teil meiner Community Ärzte sind, konnte ich natürlich auch mit Fakten aufwarten. Ja, wir haben die Situation, dass beim Bundesministerium für Gesundheit gibt es eine Studie, 30. April 2021 veröffentlicht. TU Berlin und irgendein Leibniz-Institut haben die Krankenhausdaten 2020 ausgewertet. Das ist offiziell. Offiziell ist, dass wir eine Krankenhausbelegung 2020 hatten von 67,5%, 8% weniger als 2019. Das heißt, die Belegungszahlen sind reduziert. Ja, wir genau. Falls es jemand noch nicht weiß. Und 20 Krankenhäuser abgebaut sogar, ne? 20 Krankenhäuser abgebaut. Wir hatten auf Intensivstation eine Menschen mit oder an Corona von 4%. Und wir hatten in der Gesamtbelegung 2020 waren von sämtlichen belegten Krankenhausbetten nur 2% mit oder an Corona erkrankt. Zeigt erstmal, dass die Bilder oder diese mediale Angstmache nichts mit der Realität zu tun hat. Und es ist ganz schade, liebe Altmedien, dass ihr nicht in der Lage seid, das Bundesministerium für Gesundheit hier zu zitieren. Ja? Ich klage euch an, genau. Die Fakten sprechen eine andere Sprache. Und deshalb stehen wir hier, um die Leute aus der Angst rauszuholen. Jede Woche seid ihr hier, ne? Ja. Ja. Genau. Also es ist hier ein bisschen schwer. Es sind die Menschen zum Teil direkte Klador. Die haben die Situation, dass sie von ihren Mitbürgerinnen, die sie auch kennen, diskriminiert werden. Ich nenne das gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die hier zum Teil stattfindet in Klado. Es gibt aber ein paar Besucher aus Marlow, aus Schönhausen, die hier mit der Fähre rübersetzen. Somit können wir die Information ein bisschen breiter verbreiten. Also es ist hier Aufklärungsarbeit. Niemand muss, jeder darf sich informieren. Ja, ja. Genau. Okay. Ja. Danke, dass ich was sagen durfte. Na klar, und danke, dass du was gesagt hast. Ja. Genau, danke. Okay, ja. Wie lange macht er noch? Eine Stunde, eine halbe Stunde? Oder also muss ich mal kurz fragen, es ist 6:30. Ja, es ist ja erstaunlich, es sind Ferien und keiner ist da. Als wenn alle ausgeflogen sind, die Stadt ist leer. Ja? Komisch, ne? Ja, genau. Also es war letzte Woche wehrlos, vorletzte Woche war es jetzt ist doch Fußball, die gucken Fußball. Ach, also ab bis jetzt ist jeden Sonntag hier angemeldet und die Resonanz ist freundlicher. Und nach einem Jahr, ich nenne es mal, in der Aufklärungsarbeit ist es auch nicht mehr auszuhalten, wenn man beschimpft wird. Und ich bitte alle Mitbürger, die das jetzt sehen und sich lustig machen vielleicht, wie redet die Alte und so, ich kenne ja diese Kommentare, ja. Macht es einfach mal selber. Geht auf die Straße und versucht, faktenbasiert Informationen an den Menschen zu bringen, ja. Und dann wisst ihr, wie es unserer Seite geht. Genau, super. Gutes Schlusswort. Ja, danke. Wir waren vorher zum Picknick.
Ja, Ghost, ich habe hier ein paar Mal starten müssen. Die werde ich nachher auch löschen, die anderen, weil es Probleme mit der Verbindung gab. Oder sonst dergleichen. Entschuldigung. Nee, ich sag euch Tschüss und viel Erfolg euch. Ich hau jetzt auch ab. Dankeschön.